Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Im letzten Part sind wir hier mit Aiden stehen geblieben, müssen uns wahrscheinlich zu Jody durchkämpfen. Machen wir auch. Tut mir leid, dass am 24. gegen Ende nicht mehr Videos kamen oder kaum noch Videos kamen, erst gegen 12 Uhr wieder. Aber da hatte die PSN gemeint, sie muss streiken und ich konnte nicht mehr hochladen. Obwohl ich es nur im Halbstundentakt hochgeladen habe, das Zeug. Nur so nebenbei. Des Weiteren, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Jetzt ist der 26. Von daher mal gucken, wie es denn nach Weihnachten hier bei uns weitergeht. Weil hierdurch kommen wir nicht. Seht ihr? Das hat er uns im letzten Part gezeigt. Aha. Und das müssen wir jetzt mit Aiden genau tun. Können die uns sehen oder? Können wir den einnehmen und können wir dann durchlaufen? Zumindest haben wir jetzt einen Körper. Und jetzt ist nur die Frage, was müssen wir mit so einem Körper anstellen? Müssen wir jetzt dort durch oder wie? Kommen wir da durch? Wäre cool zu wissen. Aha. Hä? Ach so, sind wir schon hier? Dann ist aber die Frage, wo müssen wir lang? Dort ist die Waffenkammer, Dusche, Bett. Mal gucken. Umschauen sollte doch wohl erlaubt sein. Waffenkammer. Ich glaube eigentlich sowas wäre richtig, aber vielleicht ist etwas im Technikraum. Auf jeden Fall hat es hier was. Ist nur die Frage, kann man hier was tun? Aiden, hast du eine coole Idee? Irgendwas kurz schließen oder so. Hier, Madame Grün. Kann man eine Waffe holen? Ah, dafür braucht man den. Damit man sich eine Waffe holen kann. Auch nice. Wunderschön. Gibt es noch mehr Waffen? Nö. So. Und jetzt noch ab in die Kommunikationszentrale, weil wir dort reinkommen. Wunderbar. Somit hätten wir das Ding ausgeschaltet. Haha. Und jetzt? Ich komme, ich komme, ich komme. Irgendwie sehe ich gerade nicht mehr durch. Hi. Ich muss da mal da durch, ne? Hi Existenzen. Hey, ich bin hier.
So, jetzt noch dich heilen, würde ich mal meinen. Und jetzt noch oben an der Schulter. Ja. Du bist hier. Klar. Schnell. Hol mich hier raus. Wenn ich weiß, wie, wo, was, warum, dann kann ich dir gleich aufmachen. Dann machen wir da die Türe mal auf. Ganz gekonnt. Ich muss erst rein. Rein finden. Kann ich was machen? Schnell. Kein Thema. Machen wir. Jo, er ist drin. Willst du das wirklich wissen? Kannst du laufen? Ja, ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Oh ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich drauf. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhör. Und wo ist der Verhörraum? Kümmere dich um den Mistkerl ein. Von mir aus. Wir machen es auf die altmodische Weise. Wir killen ihn per Hals umdrehen. Das war's. Und jetzt? Das geht wohl länger als 15 Minuten irgendwie. Ich kann hier nichts klauen. Okay, dann gehen wir wieder. Kann ich den nicht killen? Das ist die andere Frage. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Hä? Wir waren doch gerade da, ne? Wo war dort zur Hölle Sprengstoff? Geh mal weg. So, jetzt setze ich vor dran. Ist das Sprengstoff? Nope. Das wäre Sprengstoff. Kann ich was mit Aiden machen? Ja, wenn du Sprengstoff brauchst, nimm ihn dir. Ach so, jetzt wird was angezeigt, ne? Mädel, jetzt nimm. Ich wollte schon sagen. Ja klar, jetzt plötzlich. Wie mich das stressen würde jetzt. Dass die mir nichts machen, finde ich auch cool. Dadurch geht's nicht. Ich würde mal behaupten, ihr seid im Weg. Was ist denn das? Wozu brauche ich denn den? Jetzt müssen wir doch nicht noch in die Tiefe steigen, oder? Nee, oder? Nee. Nee. Ich, der Wasser hasse, ne? Ach Gott. Ich möchte doch nicht. Ich habe echt Angst. Aha. Ah.
und runter hüpf. Oh Gott, nee. Unter Wasser. Wo man so gar keine Bewegungsfreiheiten hat und so. Und ich darf sicher noch alleine laufen, ne? Ich hoffe doch mal. Aber solange nur die Viecher hier sind, kein Thema. Aber was anderes möchte ich jetzt hier nicht sehen. Ein Hai oder ein Wal oder keine Ahnung. Nein, Alter. Man darf uns nicht bemerken. Ach so. Ich wollte schon sagen, ich wollte mit Aiden ein bisschen auskundschaften, aber... Okay. Das ist ja noch easy. Heilige Scheiße. Ich hoffe, da ist nichts Bahnbrechendes da oben. Oh oh. Schaffen wir das oder kriegen wir was aufs Maul von irgendeinem Vieh? Okay. Ich hoffe nur, ich kann die Quicktime-Events dann. Sonst habe ich verschissen. Und jetzt noch ein letztes. Machen wir doch. Ich hoffe, du weißt den Ausgang noch. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Wäre noch so schön, ne? Sonst haben wir tierisch ein Problem. Die letzte Tram. In 3 Minuten! Und wo geht's jetzt zurück? Ich hoffe hier lang. Yo. Och nee. Was für ein Vieh ist das denn? Und ob wir dieses Vieh überleben werden, werden wir im nächsten Part sehen von Beyond Two Souls. Das finde ich gerade eine spannende Szene und ich habe gerade zu viel von unter Wasser. Ich brauche da jetzt eine Pause, auch wenn jetzt schon 5:30 ist, aber hey, egal. Ich esse jetzt mal was und mache danach weiter. Bis dahin. Tüdelö.